Auf jeden Fall der Sieger steht fest mit der Nummer 28. König Matthias. Und man hat uns auch Kaschi erzählt, 26 Mal kommen sie schon her. Gell? Was ist ein Dritter? Ein herzliches Grüß dein Morgen zu Gast in Inter, dann, wenn wir wieder dann zurückkommen. Ich war ja wieder ganz wohl da, sei es am Berg oder hier auf meiner Zinne. Dann kommt ein Applaus natürlich, Matthias Grüning, dein würdiger Sieger. Schauen wir mal, wo wir drauf sind, ich glaube schon, ja. Da sind wir drauf, ja. Wie hat es ausgeschaut heute im Rennen? Du hast ja die Berge dominiert, genauso wie den Zieleinlauf. Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, mit 12 Mann mit Björn Holz hat die meiste Arbeit geleistet. Ja. Und ich war gut drauf bei den Sprints und habe gedacht, Mensch, jetzt ist es 52 Jahre, jetzt ist es nochmal. Ja, ich habe kurz zurückgeblättert. Du hast ja schon als Masters 2 den Rundfahrt gewonnen, auch, also, oder zumindest die Etappe hier. Ja, ja. Du bist immer ganz voll drauf, voll im Saft wieder heuer. In Schengau habe ich noch nie gewonnen und das war vielleicht auch nochmal ein kleiner Traum. Einmal ein Kufstein vor ja, drei, ja, drei ja. Jahren, aber sonst habe ich noch nie eine Etappe gewonnen. Ja. Herzliche Gratulation auf jeden Fall. Also Matthias Grüning, ein würdiger Sieger. Und jetzt haben wir gleich wieder ausgefahren dabei. Ja, wir sind am ersten Berg. Neun Mann waren wir da weg. Und das war nicht zu klein. Das war nicht durchgekommen und nicht zu groß. Das war alles zusammengearbeitet haben. Und von daher bin ich wirklich sehr gespannt. Platz Nummer 2. Vom Bunddeutschen Radfahrer, Mannschaft 1, Nils Vogtland. Aus Nummer 3, die Nummer 22, Björn Reuss, der beginnt im deutschen Meister auf der Straße. Diese Anhaben sind super, die Dekoren. Ein tolles Publikum hier in Schäfer, das bleibt uns ganz besonders. Also tolle Stimmung, sind wir schon gewohnt, bleibt auch nach der Klappe und das soll am kommenden Sonntag wieder sein, wenn wir rund 9 Uhr in Schäfer zur Stuttgart starten. So, danke, Matthias Grüning von Hatzerwerdingerode für das dritte Gelbe-Trikot nach der ersten Etappe. Es war sein Traum und heute ist er gewonnen. Ich bin der Sieger und der führende Bergwertung.